Drei Tage nach dem blutigen Angriff auf einen Konzertsaal bei Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals Islamisten für die Tat verantwortlich gemacht. Gleichzeitig stellte er erneut eine Verbindung zwischen dem Angriff und der Ukraine her. In dem Land ist seit gut 2 Jahren das russische Militär im Einsatz. Den Angriff bei Moskau hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat für sich reklamiert. Wir wissen, dass das Verbrechen durch die Hände von radikalen Islamisten begangen wurde, deren Ideologie die islamische Welt selbst seit Jahrhunderten bekämpft. Putin sagte, nach dem Anschlag hätten die Attentäter versucht, in die Ukraine zu fliehen. Es stelle sich die Frage, warum das so sei. Es müsse ermittelt werden, wer der Auftraggeber gewesen sei. Die Regierung in Kiew weist jegliche Verwicklung in den Angriff zurück. Am Freitag waren maskierte Angreifer in die Krokus City Hall im Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen. Dort eröffneten sie das Feuer. Nach jüngsten Angaben wurden 139 Menschen getötet. Die Behörden erwarten, dass die Zahl der Toten weiter steigt.